Deutschland liegt in Schutt und Asche nach dem Zweiten Weltkrieg im Mai 1945. Die Siegermächte haben das Land in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Im Juli 1948 erteilen die westlichen Alliierten den Ministerpräsidenten der Westbundesländer den Auftrag, eine demokratische Verfassung zu entwerfen. In Bonn kommt der Parlamentarische Rat zusammen. 61 Männer und 4 Frauen ringen 8 Monate lang um die Inhalte, nämlich Staatsaufbau und Grundrechte. Am 23. Mai wird das Grundgesetz unterzeichnet und tritt mit Ablauf des Tages in Kraft, ein Gegenentwurf zur Nazizeit. Da sagte man, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das Menschenwürdeprinzip, 180-Grad-Drehung sozusagen, dagegen, der Staat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Staat. Und aus diesem Menschenwürdeprinzip kommen auch die ganzen Grundrechte. Der Staat muss die Grundrechte der Bürger beachten, zum Beispiel Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, das Recht auf Eigentum. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe überprüft, ob sie eingehalten werden. Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wird das Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung. Es ist kein Provisorium mehr.